Guten Morgen miteinander. Guten Tag. Es ist Sonntag, der 31. Mai. Und ja. Wir sind unterwegs heute auf dem Kastlerpfad im Kalbrunnental. Und Mathilda ist auch dabei. Und diesmal hat sie viele Gäste mitgenommen. Bist du ein bisschen am Lachen oder nicht wirklich? Daddy? Ja? Und Mama? Versteckt? Hallo. Gut, hallo. Es ist schön hier bei euch. Ja, ist schön. Ja, das spielt. My little girl, hallo. Hallo. Das Kaltbrunnental ist ein ganz spezielles Tal hier im Basel-Land. Und zwar hat das sehr viele Höhlen. Und Melinda, du darfst jetzt mal erzählen, wie die alle entstanden sind. Melinda? Ja, was ist los? Und das ist eine Doppeldoline im Schell. Und wie soll ich das weiss, wie es alles so drauf steht? Ja, jetzt wieder mal. Wie liked it so far? Gut. Und selbstverständlich auf so einer Reise muss man noch das obligate Selfie machen. Ja, wir machen ein Video. Schöne Farbe. Zebra Bird. Hallo Mathilda, du bist gerade aufgewacht, gell? Jetzt sind wir hier zumindest im Kalbrunnental. Schauen wir das an, wie es hier aufgeht auf allen Seiten. Hey. Was also, ihr seht, wir sind hier in der Pampa. Einmal mehr. Und ihr habt ja gesehen, wie das in Australien, also wer das Video gesehen hat, hat gesehen, dass das in Australien super. Okay, und so sind Neandertaler gestorben und ausgestorben. Ich bin Feuerzunde, Guido. Hallo! Ciao a tutti! Guardate mio marito all'impresa di accendere il fuoco come un uomo primitivo. Ma non guarda come das brennt! Ecco che adesso usa la tecnica moderna. Ecco. My darling, you look like in a dream. Also wir sind im Höhlental von den Höhlenmenschen. Einer steht da hinten hinter der Kamera. Ja. Hey Francesca, wie macht das unsere Tochter? So. You like the forest, Matilda? Matilda. Hello. You feel better now, baby? Wir sind immer noch im Kaltbrunnental. Wir haben jetzt so eine Höhlenexpedition gemacht, also Damian und ich. Ich bin bereits aus dieser Höhle rausgekommen. Damian, warte noch. Was kommt? Und so sieht das aus, wenn einer aus der Höhle kommt. Was meinst du mit meiner Lampe vorne drauf? From Smiley. Also, etwa 3 Kilometer tief. Und ja, wir haben jetzt gerade einen neuen Gang entdeckt, Guido und ich. Es war sehr spannend. Und wir werden das natürlich den Kartografen mitteilen und ihnen sagen, dass das hier noch weitergeht. Das Inka-Gold, das niemand gefunden hat.
alle diese Tiere haben es hier im Kaltbrunnental gefunden. Wir sind wieder auf dem Heimweg. Und zwar sind wir jetzt bald bei den Autos in Zwingen. Es war eine sehr schöne Wanderung durch das Kaltbrunnental. Meine Frau und Tochter drin hat sehr gefallen. Und Guido und Francesca auch. Ja. Obwohl, wir mögen alle nicht mehr. Das ist nicht wahr, nur er nicht.